So, hi! Es gibt ein neues Video für euch und zwar habe ich mich dazu entschieden, mal so die Tipps, die ich eigentlich jedem gebe, der mir eine E-Mail schreibt, so ein bisschen zusammenzufassen für alle. Ich werde meistens gefragt, was man gegen trockene Haare machen kann. Eigentlich sage ich immer das Gleiche, deswegen macht es nur Sinn, das jetzt mal hier in die Kamera zu sprechen, damit ihr es alle immer und immer wieder angucken könnt. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es am Ende wird. Ich schmeiße einfach mal alles zusammen, was ich so beachte und was mir hilft oder den Leuten, denen ich Tipps gegeben habe, die es dann ausprobiert haben, geholfen hat. Also es geht um Locken, das ist ja natürlich klar. Afro-Locken oder auch alle anderen Arten von Locken, es gibt ja ohne Ende. Auf jeden Fall sind es eher die krausen und trockenen Haare, mit denen ich mich beschäftige. Okay, Tipp Nummer 1. Seid vorsichtig mit euren Haaren. Beziehungsweise lieben Mamas, die ihren Kindern die Haare kämmen, seid vorsichtig. Je mehr ihr reißt und zieht und mit den trockenen Haaren versucht, irgendwelche strammen Zöpfe zu machen, desto eher reißen die Haare hier vorne aus, brechen ab, werden trocken. Feuchtet die Haare vorher an, also wascht sie mit einem guten Conditioner, einer guten Haarkur, feuchtet die Haare an. Ja, kämmt ganz vorsichtig und benutzt immer einen guten Leave-In-Conditioner. Und da wären wir auch schon beim fast wichtigsten Tipp. Ein guter Leave-In-Conditioner, das ist alles. Es gibt viele verschiedene, die ich schon ausprobiert habe, die ich auch auf meinem Blog schon empfohlen habe. Und mittlerweile habe ich sowas wie meine Favorites, die ich jetzt wirklich über längere Zeit benutze und mit denen ich sehr zufrieden bin. Also es gibt einen Leave-In-Conditioner von Cantu. So. Und zwar ist das der mit Arganöl und mit dem bin ich sehr zufrieden. Das ist eine Repair-Cream. Ich hatte vorher den mit Shea-Butter. Den habe ich gekauft, weil ich da gesehen habe, dass da keine Parabene, Silikone und so weiter drin sind. Habe dann den gekauft, aus Versehen eigentlich. Und habe dann gemerkt, dass ich super mit dem klarkomme. Was ich sagen muss, da sind Silikone drin und Parabene. Das Ergebnis spricht für sich. Ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, das werde ich nicht bereuen, aber das kann ich wirklich empfehlen. Der andere ist auch sehr gut mit Shea-Butter, aber der ist wirklich, das ist gerade mein Favorit. Außerdem benutze ich zu dem Conditioner noch das passende Haaröl. Hier, auch von Cantu mit Shea-Butter, Teebaumöl und Jojobaöl. Das ist für die Kopfhaut. Und für die Längen, das heißt, man kann es in die Kopfhaut einmassieren, vor dem Waschen, nach dem Waschen, beim Stylen, also vorm Stylen. Und auch in die Spitzen, das ist gegen Spliss und so weiter. Und das schützt sehr gut, also macht die Haare super weit. Dann benutze ich dazu im Moment noch sehr gerne meine Moisturizing Finishing Lotion von Soft Sheen Carson. Ich muss leider gestehen, dass das wahrscheinlich auch ein sehr silikonhaltiges Produkt ist und ich benutze das im Moment, weil meine Haare wirklich sehr abgebrochen sind und sind richtig ausgedünnt an den Spitzen und hatten keine Struktur mehr und das ist etwas, das hilft, die Locken wieder zu definieren. Also dadurch bekommen die wirklich mehr Sprungkraft. Habe es auch mal im Urlaub benutzt, also bei viel Sonne und Wind und meine Haare waren super weich die ganze Zeit. Also das ist mein Trio im Moment, auf das ich schwören kann. Einmal Leave-In-Conditioner mit Arganöl, dann für meinen Ansatz, damit massiere ich dann das Öl von Cantu und am Ende versiegle ich meine Längen und Spitzen dann noch mit der Finishing Lotion. Okay, so viel dazu. Andere Leave-In-Conditioner, die ich auch gut empfehlen kann, zum Beispiel der hier von Three Sisters of Nature, der ist ohne diese ganzen chemischen Zusätze. Silikone, kein Alkohol, kein Formaldehyd, keine Parabene, keine Wachse. Das ist wirklich richtig clean, dieses Produkt, für alle, die es ganz natürlich haben wollen. Ja, sehr empfehlenswert. Das ist ein sehr, sehr flüssiger Conditioner, deswegen kann ich den für Leute mit ganz feinen Locken, die vielleicht auch mal schnell fetten, empfehlen. Also das ist nicht beschwerend, nicht fettend und ist auch für, ja, wie gesagt, nicht Afro-Locken geeignet. Dann außerdem den Leave-In-Conditioner von At One With Nature. Oh, I'm so English. mit Aloe Vera. Den habe ich im Winter oft benutzt und der hat die Haare echt weich gepflegt. Also auch eine Alternative. Die Repair Butter
von Alverde mit Avocado und Shea-Butter. So, was ich dazu sagen muss, die ist wirklich sehr pflegend und ich benutze es gerne, wenn ich meine Haare flechte, weil sie die offenen Haare, finde ich, ein bisschen steif macht und ein bisschen stumpf. Also sie glänzen dann nicht so, habe ich das Gefühl. Das ist so eine weiße Creme. Ja, ich benutze es lieber, wenn ich meine Haare flechte und dann auch nur in Verbindung mit viel Feuchtigkeit. Also erst die Haare nass machen, dann die Avocado-Butter rein, Repair-Haarbutter und dann flechten. Wenn man sie dann wieder aufmacht, sind sie super weich und schön definiert. Das war es erstmal an Leave-In-Conditionern. Andere, wie gesagt, könnt ihr auf dem Blog nachlesen. Das sind jetzt so die, die ich empfehlen kann. Und die drei ersten waren meine Favorites. Also die, die diese Haare hier zaubern. Ich habe gemerkt, dass das trockenen Haaren sehr, sehr hilft, wenn man mit Ölen pflegt. Also die Kopfhaut regelmäßig massiert. Ich mache das sehr gerne vorm Waschen, um meine Haare schon mal zu entwirren. Oder nach dem Waschen auf die feuchte Kopfhaut, sodass es ganz schön einziehen kann. Oder ins feuchte Haar, wenn man schon einen Leave-In-Conditioner reingemacht hat, nochmal ein Öl drüber zum Versiegeln. Das hier ist zum Beispiel das vitalisierende Haaröl von Kadi. Das mag ich wirklich gerne. Also das ist ein ayurvedisches, natürliches Haaröl. Es gibt so einen leicht frischen Effekt auf dem Kopf. Da ist Rosmarinöl drin und Lavendelöl, also sehr, sehr frisch. Und im Moment halt ganz besonders, wie gesagt, mit dem von Kantu. Also das ist mein Tipp, Haare ölen. Schön mit viel Wasser, Feuchtigkeit, einen Ansatz einmassieren. Das ist besonders gut, wenn man hier so trockene Stellen hat. Kann man das schön mit ein bisschen Wasser und Öl nachhelfen. Und das hilft den Haaren beim Wachsen. Mein nächster Tipp ist ein gutes Shampoo und eine gute Spülung. Es gibt zwei Shampoos, die ich im Moment gern benutze. Dann habe ich zuerst dieses Shampoo mal zufällig gegriffen von Herbal Essences. Das ist ohne Silikone. Das ist ein ausgleichendes Shampoo mit Kamille, Aloe Vera und Passionsblume. Wow. Das benutze ich dann halt. Oder auch gerne das Nutricare Shampoo von Alverde mit Arganöl und Mandel. Okay, und wenn ich dann mit Shampoo wasche, was ich sagen muss, das ist höchstens ein bis zweimal im Monat und ansonsten mache ich nur Co-Washing. Das heißt nur Conditioner statt Shampoo. Also man benutzt den Conditioner ganz genau wie das Shampoo und spült es dann aus und fertig. Also das vermeidet Frizz und es trocknet nicht so aus. Und wenn ich dann Shampoo benutze, danach eine Spülung. Das hier ist eine meiner Lieblingsspülungen. Daily Beautiful Wildlife, das ist der Amplifying Conditioner. Auch ohne, man sagt cruelty free, das heißt sulfatfrei, parabenfrei und so weiter. Also ganz natürlich. Und was ich dann mache, ist, nachdem ich meinen Ansatz einschamponiert habe, also die Spitzenlängen gar nicht, nehme ich einfach den Conditioner und gehe dann mit den Fingern durch die Haare, also entwirre alle und kann es dann ausspülen. Das ist je nachdem, ich weiß nicht, manchmal 2 Minuten einwirken, manchmal 5, manchmal 10, immer so, je nachdem wie viel Zeit ich habe oder Lust. Eine Spülung, die ich sehr empfehlen kann, die ist von Organic Surge Moisture Boost Conditioner. Und das ist ein rein natürlicher Conditioner, also organic, das sagt es ja schon, mit Olivenöl und Traubenkernextrakt, wenn ich das richtig übersetzt habe. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Kann man auch als Haarkur benutzen und als Haarkur. Okay, bevor ich weitermache, also Spülung ganz, ganz wichtig nach dem Shampoonieren, damit dieses Trockene, nach dem Shampoonieren sind die Haare ja so ein bisschen stumpf und hart, damit das wieder ausgeglichen wird. Spülung. Dann im nassen Zustand die Haare kämmen mit viel, viel Spülung. Wenn man es schafft, einmal die Woche oder einmal im Monat eine Haarkur machen, ganz wichtig. Da habe ich zum Beispiel hier von Kantu die Shea Butter Deep Treatment Mask oder von Swiss Opal. So, wenn ich eine Haarkur mache nach dem Waschen, dann entwirre ich meine Haare auch mit den Fingern, massiere die Haarkur gut ein und dann mache ich die Haare zusammen und am liebsten noch eine Haube drüber oder eine Plastiktüte oder Folie, wie auch immer, damit die körpereigene Wärme sich in den Haaren staut oder am Kopf staut, sodass die Haaroberfläche sich öffnet und die Haarkur besser einziehen kann.
Also Haarkur ganz wichtig, Spülung ganz wichtig, Leave-in Conditioner ganz wichtig, so dass die Haare viel, viel Feuchtigkeit kriegen, weil Locken brauchen es einfach. Das sind so die Basics. Dann Haare am liebsten lufttrocknen lassen. Und wenn man sie föhnt, dann hier mit einem Diffuser. Das schont die Locken und das macht die Struktur nicht so kaputt. Das heißt, wenn man föhnt, föhnt man die Strähnen ja auseinander, sodass die Locken nicht mehr so definiert sind. Also die strubbeln dann auf irgendwie. Ja, was ich wirklich empfehlen kann, ist, die Haare so wenig wie möglich zu manipulieren. Also wenn die Haare luftgetrocknet sind, nicht durchkämmen, nicht durchwuscheln, nicht irgendwie tausendmal einen Zopf machen und wieder aufmachen. Okay, ich nehme ein Haargummi vor dem Schlafengehen und mache so einen einfachen Zopf oben auf dem Kopf. Das schützt die Haare beim Schlafen vorm Verstrubbeln. Dann kann man noch ein Tuch drüber machen, wie auch immer, um die Haare zu schützen. Nächsten Morgen mache ich die Haare einfach auf. Meistens stehen sie dann so ein bisschen hoch. Wenn sie so sind wie gerade, dann mache ich eigentlich nichts. Aber hier ist zum Beispiel eine Strähne, die ist ein bisschen frizzy. Da nehme ich dann ein bisschen von meinem Leave-in Conditioner und ziehe eigentlich nur hier was in die Spitzen rein. So. Kann sein, dass die Haare jetzt erstmal so ein bisschen steif werden. Dann nehme ich ein bisschen Wasser. Wirklich nur klein. Bisschen und ziehe dann weiter. Die sehen jetzt erstmal so ein bisschen dünn aus. Das wird noch trocknen und sich dann ein bisschen auflockern. Also am besten dann nicht mehr anfassen, nachdem man wieder ein bisschen Leave-in-Conditioner reingemacht hat. Und also ich gucke immer, wo sind trockene Haarstellen, wo braucht es ein bisschen Leave-in-Conditioner oder auch Öl. Also ich nehme auch an den Folgetagen nach dem Waschen ein bisschen Öl und massiere es in die Kopfhaut ein. Okay, also so viel zu Pflegeprodukten und ja, wie man mit den Haaren umgeht. Also vorsichtig sein beim Kämmen, immer viel Feuchtigkeit benutzen, nicht zu sehr stretchen. Also seid einfach vorsichtig, lasst die Haare einfach mal fallen, wie sie fallen und lernt eure Haare kennen. Ganz wichtig, also probiert Produkte aus und wenn ihr merkt, eure Haare reagieren gut auf etwas, bleibt dabei. Nicht zu viele Experimente, aber guckt schon, wie eure Haare am besten reagieren, ob ihr sie am liebsten lufttrocknen lasst, ob ihr den Leave-in Conditioner so einzeln ganz fein mit den Fingern einarbeitet und dann die Strähnen um den Finger wickelt und dann trocknen lasst oder ob ihr einfach so wild durchgehen könnt und guckt einfach, was am besten ist. Ja, womit ihr am besten zurechtkommt. Ah ja, ein super Tipp, damit die Haare besser wachsen, ist sie zu flechten. Flechten hilft wirklich. Also es hilft, die Haaroberfläche glatter zu machen, die Haare weicher zu machen und zu schützen vor Reibung an Klamotten, vor Sonnenlicht, vor Wind, allem Möglichen. Also flechtet, wenn ihr zum Beispiel bei Tag 4 seid nach dem Waschen und die Haare wären schon echt zu strubbelig, macht sie einfach schön nass oder feucht. Nehmt einen Leave-in Conditioner, ein bisschen Öl dazu, flechtet die Haare zurück. Das ist wie Urlaub für die Haare, also einfach flechten. Das hilft, davon wachsen die Haare besser und schneller. Wenn ihr merkt, okay, da geht nichts mehr mit den Spitzen, da ist nichts mehr zu retten, da ist vielleicht Schädigung von Hitze, was auch immer, dann hilft nur abschneiden. Das wären jetzt so die wichtigsten Tipps, die ich habe. Okay, abgesehen von dieser Pflege, gesunde Ernährung hilft dem Körper immer. Ich meine, Haare, das ist ein Produkt des Körpers und der Körper arbeitet besser, wenn man sich gesund ernährt, wenn man viel trinkt, wenn man viel Nahrhaftes zu sich nimmt. Nüsse, gesunde Öle, es ist wie mit der Haut, es ist eigentlich jedem bekannt. Man geht gut damit um und habt viel, viel Geduld. Es braucht Zeit, sich dran zu gewöhnen, es braucht Zeit, seine Routine zu finden. Das ist einfach ein Prozess, habt Spaß dabei. Die Haare sollen keine Qual sein, es soll Spaß machen, rauszufinden, wie man damit umgeht. Und es ist etwas Besonderes, Locken zu haben. Okay, genug geredet. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lang geworden. Und ich hoffe, ich konnte jetzt einige Fragen auf einmal beantworten. Ich würde sagen, that's it. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.